Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, vierter Teil, normales Tageshoroskop. Und es gibt noch ein paar Dinge, die zu besprechen wären, zum Beispiel, wie schaut es aus mit dem dritten Haus oder der eingeschlossene Herrscher des fünften Hauses befindet sich im achten Haus. Jupiter als Herrscher des Schützen, eingeschlossen in fünf im achten Haus, bedeutet, dass natürlich hinterrücks sozusagen der alte Lebensstandard, der Lebensstil natürlich gestorben ist. Ja. Natürlich möchte man mit der Besetzung Herrscher von 10 in 2 alles mit Geld bewerfen, sozusagen. Man möchte das Spiel eben so lange weiter am Leben halten, bis eben der Zeitpunkt für den perfekten Sturm vorhanden ist. Also ich würde, wäre ich an deren Stelle im Auftrag der Eliten, würde ich sagen, da bietet sich zum Beispiel die Zeit des Spätherbstes an, wenn es richtig kalt ist, wenn sozusagen der Winter vor der Tür steht, dann erst würde ich das Finanzsystem sozusagen entschwinden lassen. Das heißt, um es den Leuten halt möglichst schwer zu machen, über den Winter zu kommen. Ich meine, so denke ich, ja. So denke ich in deren Kategorien. Ich denke einfach, ja, ich kann halt so denken, wie sie denken. Und jetzt in Zeiten, wo es relativ warm ist, wo es gut ist und so weiter, werden sie doch alles unternehmen, um das Finanzsystem nicht entgleiten zu lassen und schon gar nicht ihrer Kontrolle. Wir haben hier im neunten Haus, Spitze neuntes Haus in den Fischen, ja, die Kontakte zum fernen Ausland sind sehr, sehr unklar. Ja. Also hier dürften sehr große, naja, Neptun habe ich immer als Idealismus bezeichnet. Also das heißt, aus dem fernen Ausland oder aus Rom kommen dann sozusagen die großen idealistischen Takatuka-Länder Anregungen, die wertvollen Informationen, wie man sozusagen zu leben hat, eben CO2-gerecht, ohne einen sozusagen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen und natürlich tiefgrün, besonders hinter beiden Ohren, wie wir das ja in Österreich so groß bei Rückenwind erkennen können. Wir haben, ja, das haben wir schon gesagt, grundsätzlich, ja, haben wir hier den Herrscher des 12. Hauses, weil ich weiß, ihr habt das schon vermisst, ich ehrlich gestanden auch. Wo ist denn die Verbindung der Stadtsipaten mit der großen Lüge, mit der Verschwörung, mit dem Betrug? Keine Sorge, sie wünschen, wir spielen. Spitze 12. Haus im Krebs und der Herrscher des 12. Hauses, der Mond, befindet sich im 10. Haus, also sozusagen. Oh, ja, also die Staatssicherheit, die Gestapo achten darauf, dass hier im Kreise der Staatsratsvorsitzenden auch immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ja, großartig, finde ich sehr, sehr nett. Aber, wir haben trotzdem den Herrscher des 8. Hauses. Spitze 8. Haus im Wassermann wird von Uranus beherrscht und der Uranus befindet sich im 10. Haus. Also das heißt, wir haben da schon starke Auflösungs- und Transformationstendenzen in den Reihen der Stadtsipaten, die ja hier nach Sicherheiten suchen. Vielleicht im fernen Ausland irgendwo, na, das ferne Ausland wäre dann hier. Ja, aber ihr wisst ja, Haciendas in Paraguay sollen ja nicht nur die Bushis haben, sondern auch andere hochgestellte Persönlichkeiten sollen dort umgeben von einer kleinen Privatarmee dann ihr Ausgedinge finden. Saturn im Quadrat zum 8. Haus, Uranus als Herrscher des 8. Hauses, also das 6. Haus im Quadrat zum 8. Haus, heißt diese Information. Naja, das könnte zweierlei bedeuten. Das könnte einerseits bedeuten, dass der Niedergang schon müde ist, aber ich würde eher sagen, dass die Stadtsipaten Probleme bekommen wegen der Krankheitsmaßnahmen. Dürfen sie allmählich Probleme bekommen und das ist ja auch im Plan so vorgesehen, weil meines Erachtens soll das Demokratiespiel zurückgefahren werden, reduziert werden, möglicherweise komplett abgeschafft werden, das weiß ich nicht, aber ich vermute es. Es wäre auch logisch und naheliegend, weil das Sektor 5. Haus Wohlstand, wie soll man sagen, Luxus, Urlaub auf der ganzen Welt, das können wir
das können wir nicht mehr aufrechthalten. Ja? Das ist nicht machbar und immer bitte bedenken, auch es gibt, also nicht von uns, ja, aber es gibt natürlich Leute, die daran glauben, an den ewigen Wohlstand, bitte bedenken, die Finanzen, ja, wir liegen seit Jahrzehnten schwerst verschuldet. Ihr wisst, der 15.08.1971, die Abschaffung des Goldstandards durch Präsident Nixon. Das heißt, seit damals befinden sich die Währungen eigentlich im Zustand der Wertfreiheit. Gut, das war im Großen und Ganzen sozusagen ein Überblick über das Tageshoroskop. Uns ist aufgefallen, wir haben 1, 2, 3, 4 Planeten in Erdzeichen. Das heißt, es ist eine gewisse Stabilität vorhanden, es ist aber auch Sturheit vorhanden und Erdzeichen sind eben nicht die großen veränderungswilligen Indikatoren. Allerdings ist der Uranus im Stier natürlich genau die gegenteilige Aussage, weil hier soll es ja aber eben längerfristig zu Veränderungen im Besitzsektor kommen, wie unser Freund Klaus Schwab das ja auch so wundervoll für uns gefordert hat. Und der Uranus begibt sich dann erst am 26. April 2026 in die Zwillinge. Also wir haben noch 4,5 lange Jahre vor uns, wo wir sozusagen den Verlust der materiellen Sicherheiten und so weiter und so weiter und so weiter zelebrieren werden dürfen. Wir haben auffallenderweise nur einen Planeten im Wasser, nämlich in den Fischen, im Krebs ist nichts. Und im Skorpion ist auch nichts. Also das würde dann bedeuten, dass die Emotionen doch sehr hoch kochen. Bei wenig Wasser, das ist immer der Kippeffekt, bei wenig Wasser kommt es dann zu großen Emotionen. Naja, und wenn ich schaue, dass der Mond im Widder steht, dann haben wir hier eine geniale Streitkonstellation. Ja, Mond im Widder ist sehr streitfreudig, drei Planeten im Feuer ist gut besetzt. Zuletzt haben wir noch die Luft besetzt mit zwei Planeten im Wassermann mit Saturn und Jupiter, Zwillinge nix und Waage nix, also Luft relativ schwach besetzt. Weiter zum fünften Rundumschlag. Ende.